Liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted 3 Together. Mit dabei ist Mystico und wir haben im letzten Part versagt, also schaut es euch an. Wir haben im letzten Part auch schwer versucht und haben uns ziemlich doof angestellt. Sollte eigentlich niemand sein. Jetzt versuchen wir mal auf normal, um zu gucken, wie weit wir wohl hätten noch kommen müssen. Wir haben den Netz. Gut, mein Deutsch echt. Lazarevic wird erfreut sein. Behälter vorbereiten. Lazarevic, was zum Teufel sucht er denn? Wir müssen rauskriegen, was in den Behältern ist. Captain! Ach, du erledigst hier ja schon alles ohne mich. Danke, Jan, danke für deine Hilfe. Bitte. Gross. Rasa will die wohl ausfliegen. Öffnen wir das Ding. Wir können das Schloss mit einem Gewehrkolben aufbrechen. Da! Da! Da auf der Brücke! Bist du spät? Da! Da auf der Brücke! Handgranaten kommen! Da! Granatchen geflogen, das liegt ja auf dem Klo. Fast geschafft! Aber ich werde es vorspielen. Ja, bei den normalen ist es schon viel einfacher als bei Spiel. Einfach extrem Unterschied. Die Handgranate leider auch nicht gut, ja. Hä? Hast du das Lachen von meinem, von Nathan gehört? Okay, was haben wir hier? Sieht aus wie ein Teil einer gemeißelten Steintafel. Na, dann suchen wir mal den Rest. Los geht's. Alles klar? Ja. Woher wissen Sie, dass es noch mehr gibt? Es könnte ja sein, dass das Ganze schon zerstört wurde. Ich glaube nicht, dass sie es zerstört wurde. Normal ist schon fast zu einfach und schwer ist einfach zu schwierig. Also ich glaube, hier bei Normal gibt es keine Bürger. Oder eher selten. Ich einfach jeden schlage und dann irgendwie einen von hinten packe. Du machst mir einfach einen Boxkampf hier raus. Ich kann keine Luft. Das ist dein Heil. Okay, das war ein Bürger. Das auch. Ja, halt einfach hin. Das ist dein Hals. Halt sie mir vom Leib. Das auch. Okay. Das war auch ein Bürger. War. Ja, es war. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie wir den Hals von dem brechen können, mit wenn er eine Maske an hat, aber egal. Oh ja, die Stelle wieder. Oh nein! Granate! Wow! Wie viele waren das, bitteschön? Mist!
frei! Euer frei! Sorge, die ist natürlich. Du auch? Oh ja, sehr gern. Sehr gut. Auch ich mal im Grube Dialekt. Ich habe Waffe, komme raus! Du hast Waffe, ich hab Sahne. Ah, oh, nö. Ich bin zu nahe da hingegangen. Deswegen habe ich auch Probleme. Der Typ da oben ist auch kein Sniper diesmal, der ist ein normaler. Okay. Oh nein, nein, nein! Helft mir! Oh, ich habe ein bisschen abgelenkt, aber ja. Er wirft zwar drei Granaten auf dich. Sonst am besten, du bleibst so. Ja, okay. Okay. Ja, oh. Nein! Oh! Naja. Ich schlag mal an. Achtung! Oh nein, nein, nein! Er ist tot! Er ist tot! Ah nee, der ist beieinander. Nein, nein, nein! Er ist tot gewesen. Das ist dein Halt! Verdammt! Und drei Granaten. Nein, nicht doch. Nächstes Mal vorsichtiger. Der Tod? Ja. Ach, ich dachte, das war ein großer, aber der könnte nicht gehen. Mann, ich finde immer blöd, dass man an dem Punkt keine Granaten wegwerfen kann. Das ist dein Hals! Fast geschafft! Wo ist der denn? Und? Oh je. Oh nein. Ja, bitte. Vorsicht. Ich find's immer schön, dass leider ihn fast tötet. Vermutlich sind die anderen Behälter in ihrem Lager. Müssen wir vorsichtig sein. Genau wie sein Boss. Ich lauf dort nach hinten. Ah, genau da war es irgendwo. Hier hinten kommt irgendwann noch ein Typ. Es ist sehr komisch, hier ist einfach eine unsichtbare Wand. Oh nein. Ich komm schon! Das tat bestimmt weh. Das tat bestimmt weh, ja. Ich auch. Oh, der fällt auch runter. Und die Welt geht nochmal runter. Mist!
Du bist tot! Hier ist auch wieder diese Pistole. Du bist tot! Und wo komme ich hoch? So. Genau. Einfach mal runterspringen. Ja. Ich bin tot. Mit einem Schlag getötet diesen Typen. No. Hier eigentlich hin? Ja. Okay, komm schon. Hier lang. Versuchen kann man ja mal. Kriegst du ihn nicht weiter hoch? Lustig. Das finde ich immer noch am besten. Noch zwei Behälter. Oh, so weit haben wir das. Dabei. Wow. Die sind ja bis an die Zähne bewaffnet. Der Mistkerl, ja, der Spruch ist auch super. Feuerschutz geben. Ja. Sollen wir? An die Zähne bewaffnet. Von wo kommt das eigentlich? Könnt's gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst oder was gehört habt. Nicht sofort schießen, um die Reise zu töten. Ja, ich weiß, verdeckt. So James Bond-mäßig, weißt du? Nimm mal den Granatwerfer. Ja, leider kann man hier nicht schleichen oder am Boden kriechen. Hier ist deine Leiche! Ah, nein, er hat mich gesehen. Okay. Ja, der eine hat in die falsche Richtung geschaut. Auch gut. Das wird morgen ziemlich wehtun. Der war gut. Ah, das wird morgen ziemlich wehtun. Ja, ja, morgen, wann? So, ich mach mal kurz einfach den. Ja, damit ich nochmal gemacht habe. Ich wollte nicht die Waffe wechseln. So, ja, auch gut. Ich will euch irgendwie helfen. Irgendwann kommen jetzt dann die Leute wieder mit Raketenwerfer, aber das bin ich nicht. Ja, die Raketenwerfer bin ich vorbereitet. Die genau da liegt. Rückstoß verfügbar. Genau da, wo die mit den Raketen auch auftauchen. Einer weniger! Wie war das, hä? Jetzt von hier hinten finden noch Leute. Der normalen Waffe. Fast geschafft! Du bist tot und ich höre dich schon, ja? Wie du stirbst. Okay. Fast geschafft! Bitte von hinten noch. Ich hab das Artefakt! Oh, nicht. Noch eine! Bringen wir's zu Ende! Der Typ mit dem Raketenwerfer. Wie der Weg gekommen ist bei mir geworden. Ja.
Sie kommen von hinten. Vorsicht! Ach da. Fast geschafft! Fast geschafft! Fast geschafft! Lyrau. Hab ich schon. Einer weniger. Schafft ihn raus! Fast geschafft! Fast geschafft! Ich hab's! Das letzte Stück! Hilfe! Hilfe! Ich sterbe! Kannst du mir helfen? Ich brauche Medipack! Das ist für mich, nicht in Star Wars. Ich weiß, das Spiel nochmal. Nein. Okay, nicht. Hä? Okay, nicht. Und was wollte er noch sagen? Was? Oh. Rückstoß verfügbar. Rückstoß verfügbar. Hab ich erwähnt, wie sehr ich den Kerl hasse? Ja, hast du. Vorsicht! Präzisionsgewehr! Immer und immer wieder. Jedes Mal, wenn ich diese Mission gespielt habe und sehe. Hab ihn. Du bist auch im Dreck. Und jetzt? Wo ist denn der Typ mit der Sniper da? Ja, ich glaube, wir müssen woanders hoch. Ach, hier müssen wir hoch. Du musst Dreieck drücken. Nein. Dann mach doch mal, Sully. Du hast eine Granate in der Hand gehalten. Ich wollte abklatschen. Wovon reden wir? Okay. Ein Kupferstich von Janus. Der zweistirnige Gott. Hey, genau so eine Statue haben sie im Vatikan. Unbezahlbar. Das ist es also, was Lazarevich will, aber das ergibt keinen Sinn. Vielleicht gibt's mehr als eine. Keine Ahnung. Aber ich weiß, wo wir es rausfinden. Wir müssen nach London. Oh. Da müsst ihr kurz durchschalten. Was? Ich hab mal mehr Kills und mehr Geld als du. Das ist ein Wunder. Ach ja, gut. Normalerweise ich gönn dir's. Normalerweise hab ich mehr Kills und du mehr Geld. Genau. Ha, stimmt gar nicht. Ich bin Nave. Ich bin Sully. Da stand mit Deko. Du. Nein. Ich spiel Sully. Ja, liebe Leute, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt wisst ihr auch, wie das erste Kapitel von dem Spiel ist, also im Kooperativ-Abenteuer. Ja, macht's gut und tschüss. Ciao.